Baum, ein Busch, eine Borke. Ein Baum, ein Busch, eine Borke. So Gulasch. Du wurdest gespottet. Nein. Was war das gerade für eine Aktion hier? Das zarte Stimmchen kenne ich doch. Oh. Abraham Green. Einen wunderschönen Namen, die er schafft. Was geht ab, Abraham? Dass man deine Hackfresse, dass man deine Hackfresse immer hier wieder sieht. Wie bitte der Herr? Was für der Herr? Herr Hackfressen, ist was Leckeres. Ramos. Jetzt bleib doch mal entspannt. Wie geht's dir, altes Haus, hä? Na, du Lappen. Wie bitte, Herr Officer? Schade. Ey, du. Ich liebe dich. Kriegt Nia nicht dich auch zurück? Das tut mir voll in meiner... Ich liebe dich? Ah? Ich hab gesagt, dass ich dich liebe. Kam nicht an. Herz gebrochen. Mir leid. Wie geht... Alles gut. Wie geht es dir? Gut. Steck dir doch mal was zu. Guter Stoff. Ja, dann. Tun wir jetzt meinen hübschen noch? Ja, dann ziehen wir rein. Oder solltest du lieber noch etwas warten? Ich sollte noch mit dir im Begleitgebiet warten. Du redest, glaube ich, sehr leise. Du leise. Ich sollte damit ein bisschen warten. Ah, du solltest lieber noch ein bisschen warten, okay. Was wir zwei Hübschen machen, gucken wir jetzt gleich mal. Jetzt gleich kommt Gunnar und es werden gleich wichtige Gespräche geführt, wo ich dich auf jeden Fall dabei brauche. Okay. Weil du in der Großsiedlung eine sehr hohe Position belegen wirst. Mhm. Ja. Wie sieht es bei dir mit Essen und Trinken aus? Alles gut noch? Ja. Wunderbar. Ich stack direkt noch ein bisschen was. Liebe dich über alles. Ich liebe dich. Dankeschön. Für was? Deine Liebe. Oh. Er ist nicht selbstverständlich. Jawohl. No. Doch. No. Doch. No. Doch. No. Weißt du, was eher selbstverständlich ist? Was denn? Dass ich dich mit meinem Leben beschütze. Oh. Ich würde für dich auch eine Kugel einfangen. Ja, eine Kugel? Viel zu langweilig. Ich würde für dich nicht eine Kugel einfangen, sondern einen Raketenwerfer. Das tut viel mehr weh. Das explodiert dein ganzer Körper. Boom! Ich weiß. Ich habe in der Schule aufgepasst, man wird es mir fast nicht denken. In der Schule wurde dir dabei gebracht, wie Raketenwerfer funktionieren. Jetzt würde ich mir Gedanken darüber machen, was in der Schule du warst. Also, ja. Das Ding, also in meiner Schule wurde mir das nicht beigebracht. Auf welcher Schule warst du? Soll ich da auch nochmal drauf gehen? Ach, das war so eine komische Schule bei meiner Mutter.
Raketenland. Die Raketenwerfer-School. Cooler. Halt. Sind die anderen beiden eigentlich noch im Funk drin? Hm? Im Funk, ob die noch drin sind. Funkcheck? Ich habe nichts gehört. Ah, ich weiß, warum ich nichts gehört habe. Weil die haben sich vorhin mal verpisst. Naja. Amy geht noch ein paar Leute besuchen, denke ich. Ja, Amy hat vorhin gefunden, ja, sie lässt mich nicht alleine stehen. Mhm. Süß. Ja. Ja gut, ich war ja dann auch da. Du warst bei den Coppers. Ja, gut. Aber sie meinte eher wegen den Schwarzen. Gunnar versucht mich anzurufen. Hola. Du und Mimi? Alles klar, super, bis gleich. Mimi und Gunnar sind unterwegs. Na. Oh. Wie oft soll ich jetzt noch halten? Komm. Na, ihr beiden Zuckerfotzen. Hola, ihr zwei. Na, alles klar? Ja, ja, selber. Ja, soweit, so gut. Hola. Hola, Mimi. Hallo. Hi. Hola, Ramos. Na, wie geht es dir? Ja, ich bin heute so lala. Beweglich. Also so lala, immerhin etwas. Ja. Ich böse nehmen. Kein Problem. So, ich muss mit euch was besprechen. Jo. Okay. Hallo. Hi. Ich habe mir Gedanken gemacht. Mhm. Ihr seid aktuell Zivilisten, nicht? Ja, korrekt. Und bei den Loco kriselt es ja auch aktuell wohl ordentlich. Ja. Sieht ja auch nicht wohl so gut aus. Wie man so hört, ja. Ich habe mir den Gedanken gemacht, vielleicht mit euch zusammen und den Locus quasi zu fusionieren und die neue Grossi zu gründen. Die Frage ist natürlich, wie euer Interesse besteht, wie ihr da Lust drauf habt, ob ihr das Ganze überhaupt fühlt. Doch, würden wir schon. Es kommt drauf an, wer alles mitmacht, weil wir sind ja aus gewissen Gründen bei den Locus rausgegangen. Was sind die Gründe? Die Gründe waren, kann ich dir sagen, kamen Leute wurden nur noch wach, um Geld zu machen. Ja, da war kein Zusammenhalt da. Ein Beispiel, ich stand vor meinem ausgebrannten Benzen, da ging einer von uns dreimal an mir vorbei und hat nicht mal gefragt, was passiert ist oder sonst was. Ne? Dann haben wir einen Strike gekriegt, weil ich angeordnet habe, einen Bullen abzuknallen, ohne dem die genauen Gründe zu nennen. Das war ein Fehler von mir, okay, das gebe ich zu. Hätte ich anders machen sollen, aber die Reaktion von unserem Leader darauf, dass wir darüber nicht mehr diskutieren und das wäre Müll gewesen und sinnlos und weiß nicht was, konnte ich so, das war im Prinzip am Schluss der ausschlaggebende Punkt, warum wir raus sind. Das kann ich so nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe, okay, das ist ganz normal, das ist so. Das kann ich nicht abstreiten, will ich auch nicht. Aber wie darauf reagiert wurde. Und dann kannst du ja Bescheid sagen. Alles klar, mache ich gleich. Worauf ihr gekommen seid, ja. Genau. Alles klar, ich gebe euch Bescheid. Alles okay, klar, super. Danke. Macht's gut und passt auf euch auf. Ja, ebenso, schön, danke. Adios. Gut. Tschüssi. Tschüss. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, was du für Rang belegen wirst. Welchen? Darfst du dir aussuchen? Entweder machst du Hood Instructor, das ist derjenige, der die neuen Leute einweist. Ja.
der den neuen Leuten erklärt, wie das bei uns alles funktioniert. Ich würde dich natürlich die ersten Male an die Hand nehmen, damit du selber lernst. Oder du gehst in die Richtung des Code Bosses. Code Boss ist halt Bindeglied zwischen Member und Führungsebene. Ah? Nochmal. Du hast die Wahl zwischen Hood Instructor. Die Instructor ist quasi derjenige, der neues Leute zeigt, wie das hier läuft. Ja, wie funktioniert den Großdreht, wie unsere, ich sag mal, unsere Gebräuche und so zu lernen. Sie? Mhm. So. Oder überlegst du dir zu sagen, okay, ich mache nicht den Instructor, du kannst du selber eine Entscheidung geben, oder sagst du, machst du Hood Boss. Das ist quasi Bindeglied zwischen Führungsebene und normale Member. Bindeglied hört sich doch gut an. Ja, kannst du gut Informationen detailgetreu weitergeben und so weiter und so fort? Ja, solltest du ihn kriegen. Ich will in mein weiches Bett. Dann geh doch schon mal. Nö. Nein, Pendejo. Selber Pendejo. Hm? Selber Pendejo. Hm. Kero. Kero bien. Ans Telefon geht er auch nicht. Hallo Klausi, wo bleibt ihr? Was heißt jetzt? Jetzt. Alles klar. Dann sage ich bis gleich. Sie sind jetzt auf dem Weg. Wow. Brauchen wir nicht lange. Bewegt mich keinen Millimeter. Du dich? Ja. Warum? Keine Lust mehr, mich zu bewegen. So müde? Ist doch gut. Und guck mal. Oh. Hey, hat was mit Respekt zu tun und vorne zu stehen. Jo, Ramos. Hallöchen. Hola, hola. Alles hola, klar? Hola. Sorry, Ramos. Kein Problem. Entschuldige hallo. Dich lieber bei meiner Frau. Oh, hat deine Frau mir geschrieben? Nee, diese oder diejenige, die extrem müde ist. Achso, tut mir leid. Ja, ich bin sehr müde. Müde gleich böse. Hi. Hi. So. So. Also, ich sag mal so, der Vorschlag, der hört sich für manche von uns schon mal richtig mega an. Ja, was heißt schmeißen? Also, bis jetzt uns beide. Bis jetzt uns beide. Yoshi muss nochmal drüber schlafen. Da gibt es, da gibt es direkt was einzuwenden und was zu sagen. Hm. Ich habe mich ja nicht nur mit euch unterhalten. Ich habe mich auch mit Mimi und Gunnar unterhalten. Ja. Und sie hat mir zwei Leute genannt, die, wenn sie von euch dazukommen, Gunnar und Mimi raus sind. Okay. Kann ich jetzt schon sagen, Yoshi. Yoshi. Und Roxy. Oh. Und Roxy. Mhm. Wo sind okay. Die beiden? Wer? Mimi und Gunnar? Gunnar? Warum? Sind die noch hier? Nee. Warum? So, hätte sein können. Nee. Nicht, dass es da jetzt Stress zwischen euch allen gibt. No, ach, Quatsch. Nein. Gut. Also, Mimi ist meine Tante. Mhm. Und Roxy ist meine Mutter halt. Ja, auf die Sache ist, ich weiß nicht, was da zwischen euch allen damals vorgefallen ist. Mir persönlich ist es auch egal. Was wir mit Roxy jetzt ein Problem haben, kann nur sein, durch die. Also, doch auf die andere Insel gegangen ist. Also, ich weiß nicht, was Roxy ist. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist bei euch jetzt aktiv. Ich kann es euch nicht sagen. Ja. Zurzeit nicht. Gut, ne, nur was ich so gehört habe, was Roxy jetzt beispielsweise betrifft, ist, ne, dass sie euch wohl, ja, gelegentlich mal in Stich lässt, hängen lässt und dieses Familiäre wohl nicht so ganz beständig ist. Das ist... Ja, so ist das auch. Gut, okay, also im Prinzip, also die Wahrheit, kein Bullshit erzählt. Ja. Nee, ist ne?
Ich sage zu euch genauso wie zwischen den beiden auch, wie ich es den beiden auch gesagt habe. Ne, wir hatten in der Grove damals unsere Prinzipien und diese Prinzipien werde ich hier genauso durchsetzen wie damals. Ne? Okay. Wir haben beispielsweise, um euch ein Beispiel zu nennen, den guten Alex damals gehabt. Der gute Alex wurde im wöchentlichen Takt, also mindestens einmal die Woche, beim Anbauen erwischt. Bei was? Und Anbauen? Gras. Aber beim Droh. Achso. Genau. Ja. Und mir war es damals scheißegal, wie viele Leute dabei draufgehen könnten. Es war ein Familienmitglied, was dabei erwischt worden ist. Ja, wenn es jetzt irgendeiner von jemand anderem gewesen wäre, habe ich nichts mehr zu tun. Es war einer von uns. Und wenn ein Familienmitglied, egal ob er unter Beschuss steht, egal ob er von den Korpas angehalten wird, egal was es ist, wenn sich Gefahr anbahnt, erwarte ich. Das ist eine Erwartungshaltung, die ich habe. Eine Erwartungshaltung, die erfüllt wird, in jedem Fall. Nicht mit, ja, ich habe mir gerade in der Nase gepopelt oder ich musste da gerade noch telefonieren, das ist mir scheißegal. Wenn ein Familienmitglied in Gefahr schwebt, wird sich bewegt, dieses Familienmitglied da rauszuholen. Koste es, was es wolle. Ja, ist doch richtig. Die einzigen, die die Befugnis haben, zu erteilen, dass diesem Familienmitglied nicht geholfen wird, das ist der Inner Circle. Ja. Das sind also die obersten drei Ränge. Wenn die sagen, nein, das Ganze wird fallen gelassen, weil wir beispielsweise nur 3 gegen 25 Cops sind, was einfach ein Selbstmordkommando wäre, ist es was anderes. Solange dieses aber nicht im Funk durch den Inner Circle weitergegeben wird, wird geholfen und da gibt es keine Ausnahme. Ja, das habe ich denen gesagt, deswegen sage ich euch das auch. Ja, ist auch richtig so. Dann bleibt alles stehen und liegen, egal was du machst. Genau. Richtig. Genau. Und ich habe auch keinen Bock auf Rumgeheule, mir geht die halbe Tour kaputt. Ja, fick dich selber und beweg deinen Arsch und geh deinen Kollegen helfen. Die würden das Gleiche für dich auch tun. Genau. Richtig. Ja. Das ist mir hier unglaublich wichtig, weil dieser Zusammenhalt ist das, was der Erfolg von uns damals ausgemacht hat. Ne? Wichtig auch, richtig. Spaß steht an oberster Stelle, keine Frage. Wir sind eine interessante, lustige Truppe und Zusammensetzung dann. Aber nach außen hin können wir scheppern. Ja, wir können nett sein, aber wir können genauso gut auf die Fresse geben. Ja, ist doch richtig so. Ne? Das wollte ich halt nur von vornherein gesagt haben, weil es gab ja anscheinend bei euch intern da Probleme, was den Zusammenhalt angeht. Das läuft bei uns nicht so. Das will ich so nicht sehen. Ja. Nur, wie gesagt, ich stehe jetzt halt in Konflikt, was Yoshi und Droxy angeht, weil sobald einer von den beiden dabei ist, sind Mimi und Gunnar raus. Das weiß ich. Okay. Konnte ich mir schon vorher denken. Die Frage ist, wie ihr zu der ganzen Sache steht. Also, ich kann dir sagen, lass uns morgen nochmal reden, weil morgen haben wir eine Besprechung. Ich weiß, morgen habt ihr eure interne Besprechung, wie es bei euch weitergeht. Genau. Und dann kann man weitersehen. Also, ich werde nicht abgeneigt. Da habe ich dir aber schon mal gesagt. Ja. Ne, weil meine Intention ist ganz einfach, pass auf, ich meine, mittlerweile hätte ich mehr als genug Leute, um den ganzen Bumpf einfach aufzumachen, aber warum kompetente Leute ins Messer rennen lassen? Weil es ist, wie es ist, ihr sagt, ihr steht aktuell mit teilweise nur 3 Leuten am Tag da, das ist zu wenig. Ja. Ja. Ihr könnt nichts machen. Ja. So. Und warum diese kompetenten Leute quasi ins Messer von irgendwelchen Leuten laufen lassen, warum nicht bei sich selbst aufnehmen? Das ist meine Intention dahinter. Also wenn das der Fall ist, dass wir uns closen, sind wir auf jeden Fall schon mal 2, mit dem dritten müssten wir reden. Der vierte, das ist der Phantomski, den kennst du ja auch, ne? Ja, sag mir was. Der Funny. Mhm. Der wird, denke ich, nicht kommen, Gunnar kennt ihn ja auch, der ist ja so entweder Loco oder Biker. Mhm. Also der ist nicht so für die Street. Ja. Ja, aber gut, das ist ja nicht das Ding. Ja. Also ich habe mir von Gunnar 3 Namen geben lassen. Das sind einmal Hans Ganz, Klaus Pott und Damon. Ja, dann sind das die 3, die ich auch meine. Genau. Ja, wunderbar. Dann stimmen wir da schon mal überein. Gut, dann gib mir gerne morgen Abend Bescheid, was der Stand der Dinge ist. Ich sage euch von vornherein, es werden einige wahrscheinlich auch alte Gesichter dabei sein, es werden auch neue Gesichter dabei sein. Amari habt ihr schon kennengelernt, sie wird auf jeden Fall mit mir zusammen den ganzen Bums hier übernehmen und auch ein bisschen leiten. Wer in welchen Positionen sitzt, das weiß ich noch nicht, das werde ich auch mir noch keine Gedanken drüber machen bis zu dem Punkt, wo wir dabei sind. Es könnte gut denkbar sein, dass ein CJ auch wieder seinen Arsch hier hin bewegt. Oha. Mhm.
Es könnte gut möglich sein, eventuell, dass eine Emily Jäger ihren Arsch hierhin bewegt. Ui. Oh, hey. Ja, und wir dann mal hier für ein bisschen Aufruhr sorgen, mal ein bisschen aufräumen. Ja, richtig so. Oh. Geil, ja, das wird feiern. Ne? Also Emily Jäger plus Mann, CJ, ich habe da so einige Leute auf der Liste stehen, die jetzt mitbekommen haben, Fagram, so ist wieder da, ich habe jetzt übel Bock. Ja, also da könnte sich auf jeden Fall ein bisschen was anbahnen. Vielleicht mit guter Zunge kriege ich den guten Kadir aus den Fängen der Kopas auch wieder raus, aber das ist eine Sache von, naja, was weiß ich. Den musst du laufen lassen vom Paletto aus, damit das lernt. Ja, richtig. Lass ich von Paletto aus laufen und sag, jetzt zeig mir, wo du nach Hause gehörst. Genau. Gut, dann gib mir bis morgen Bescheid, damit ich weiß, mit wem ich alles rechnen kann. Dann weiß ich nämlich schon mal Bescheid. Weil sollte, wenn ihr drei theoretisch dann sagt, yo, wir haben Bock drauf und ihr löst euch morgen auf. Weil bei Auflösen dann bleibt ihr ohne Sperre. Sollte, also könnt direkt rein. Könnt ihr dann, nee, dann können wir direkt gründen. Wir sind ja noch nicht gegründet, offiziell. Genau. Dann könnten wir aber direkt gründen. Andere Sache, Ramos, für was ich dich hier angerufen hatte. Pimp Heavy und 1250er. Mause, schon mal. An sich nicht wirklich. Ich habe persönlich noch einen sehr heftigen Bestand selbst. Mehr als genug, was Pistolen angeht. Aber ich sag mal so, auch genug. Aber ich sag mal so, ich habe noch jemanden zu meiner Rechten stehen, die, wenn sie ein bisschen Geld auf Kralle hat, das auf jeden Fall gebrauchen könnte. Lauf. Lauf. Nix. Ja, dann sagen wir auf jeden Fall nicht nein, weil dann drücke ich die Hälfte davon an sie ab und die andere Hälfte geht direkt in Bestand der Familie. Ich nehme 390 Schuss 50er, 120 Schuss Heavy, 5 Heavys, 12 50er. Ja, behalt das auf jeden Fall bei. Bis morgen. Und weißt du, was dann hier in der Grove steht? Ah. Was? Ein Stapler steht denn hier in der Grove. Hast du den gefunden? Ich hab den gekriegt, ja. Das ist ein Drecksack. Ich war da drin gewesen. Ein Raum daneben war ich. Bin rausgerannt. Ja, dann haben wir Stapler und auch noch Traktor in der Grove stehen. Oh, geil. Wilde Kombi. Jo, kriegst du einen Schlüssel davon. Und kein Gabelstapler, Klaus. Ich hab schon einen. Ja. Ja, kriegt er. Der aber kostet ja nicht viel. 1400 ist. Mein Gott, ist ja nix. Und aber der Stapler ist jetzt pink. Oder ne, okay, jetzt nicht mehr. Ey, war pink. Der da drüben war auch pink. Uff, ey. Ja, nee. Die Götter auf haben jeden Fall. Alle Autos, die da angekommen sind, pink gemacht. Ah, sie. Die PD-Wagen sahen auch pink aus. Nee, gut, dann wie gesagt, dann gib mir auf jeden Fall mal Bescheid, was die Waffe angeht, behalte die mal noch bei dir. Sollte das Ganze zustande kommen, dann hauen wir nämlich der Hälfte davon direkt in den Familienbestand rein, ne? Weil das ist auch wichtig bei uns, ne? Alleine, jeder muss seinen Bestand haben, jeder muss sich auch um sein Essen und Trinken kümmern, aber wir haben auch was als Familie, ne? Das ist auch ganz wichtig. Ja. Ne? Gut. Dann ich habe meinen eigenen Bestand immer noch. Ja, ich auch. Also ich glaube, ich habe noch an die 20, 50er, besten genau 5 Spritzen. Ja, gut. Alright, dann verbleiben wir erstmal so und dann könnt ihr mir dann auch Bescheid geben, was bei euch dann da rumgekommen ist, weil ich und Amari legen uns dann jetzt erstmal pennen. Ja, mach das. Alles klar. Gesagt, tut mir leid, dass es spät noch. Alles gut, kein Problem. Thomas, wir sehen uns morgen. Passt auf euch auf und dann berichtet mir einfach morgen Abend, was Phase ist. Machen wir. Hab schön. Gute Nacht. Man sieht sich. Alles aber nicht klar. Auf dem Weg ins Bett einschlafen. Ja, es ist nicht so weit zum Bett, also. Dame? Der Herr. Machen Sie schön. Die Handshakes lehrt die Dame noch. Ja, ich muss nicht lachen. In Übung. Ja, das ist das Problem. Ich habe eigentlich, aber... Bei den Koppers musst du den machen. Ja, ist so. Ich habe eigentlich mir welche bereit. Aber es gibt nicht. Die sagen, nee. Oder wie einfach sagen, hier, was kostet die Nacht? Genau. Fuffi. Taxi. Und irgendwann, wenn du ganz scheiße bist, dann machst du den hier. Genau, dann musst du den machen. Alles klar, gut. Dann alles wünsche klar. Ich erstmal noch einen schönen Abend und wir hören uns morgen. Yo, ich glaube, die können jetzt erstmal so machen. Adios. Dann komm, wir gehen schlafen. Darf ich bei dir schlafen? Let's go. Wir können auch Rollenspiele machen. Ich habe PD-Maske noch. Kann dich festnehmen und dich zu meiner Sklavin machen. Hast du die Tür wieder zugemacht? Ja.
kann dich festnehmen und zu meiner Sexsklavin machen. Das finde ich doch so oder so. Guck mal, ich habe sogar grünes Armbandana noch. Oh, ich auch will. Du willst auch haben? Oh. Müssen wir die morgen holen, ist ja kein Problem. Gut, dann gehen wir morgen holen. Was habe ich denn noch? So, guck mal hier, dann habe ich die noch. Supreme Hose in grün. Nice. Dann habe ich das hier, grünes Oberteil. Oh, das ist wild, pass auf. Das grüne Gambo-Outfit aus der Hood damals. Sternchenhosen? Das war Gambo-Outfit. Okay. Wenn wir Gambo hatten, war das unser Outfit, ja? Nice. Frag bitte nicht, okay? Tu mir den Gefallen. Frag nicht, wie wir darauf gekommen sind. Wie seid ihr darauf gekommen? Ich weiß es selber nicht mehr. Und dann habe ich das noch. Langes Oberteil. Das musst du dir auch besorgen. Ärmelloses Hoodie in grün. Ich muss shoppen gehen. Ich das brauchst du auf jeden 20.000. Fall. Ach, guck mal hier. Mickey Mouse mit Fick dich und Weed. Und das. Achso. Bärchen-Oberteil. Oh, und was du auf jeden Fall auch brauchst, den wirst du auch kriegen, früher oder später. Ja. Grünes Grof-Anzug. Grünes Grof-Anzug. Was denn? Das ist unser Grossied-Anzug. Ja, alles gut, ich sag ja. Machst du dich darüber lustig? Nein, ich habe nur gerade über was nachgedacht. Und über was? Was du mir halt so erzählt hast. Und was? Mit dem grünen Anzug halt. Was habe ich denn erzählt? Dinge. Ja, lass uns mal. Ich habe auch weißes Bandage. Ah ne, das ist jetzt. Ach, guck mal, ich habe Stethoskop. Warum habe ich Stethoskop? Ja, ich habe Stethoskop. Professor Doktor. Ich bin ab jetzt Professor Doktor Ramos Stark. Können wir uns schlafen legen, bitte? Wir können sofort schlafen legen. Muss mal kurz gucken, was ich noch alles habe. Ach, schwarzes Adidas Oberteil. Oh, das habe ich auch noch. Oh. Gehabt. Schlabberlätzchen, noch ein Schlabberlätzchen. Na gucken mal hier. Gefällt dir doch auch bestimmt. Gott, da werden Erinnerungen wach. Oh ja. Ich weiß nicht, woran du denkst. Ich auch nicht. Ach, guck mal. Selbst die habe ich noch. Einreisekleidung. Hallo, Uf. Chillen ist bei mir im Schrank. Hast du in deinen Schrank getan? Mhm. Ja, dann habe ich. Apropos Schrank. Ja. Warte, ich glaube, ich habe da was, was du gesagt hast, dass ich das brauche. Wo hast du das denn her? Gekauft? Oha! Okay, das ist gut. Brauchen wir das nicht mehr holen. Und halt, das habe ich mir auch gekauft. Sehr gut. Ich habe auch Dings von unserer Gegenpartei. Guck mal hier. Jo, Homie, was geht? Jo, Homie, bist du ficken? Einfach cracky, Junge. Und hier, grünes Schal, wenn Winter ist. Große Rätschal. Okay, schlafen? Ja. Ja, gerne. Ich liebe dich, schlaf gut, träum was Süßes und ich liebe dich über alles. Schon meine Zunge in den Hals geschoben. Tschüss, gute Nacht. Muss kacken.